Damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Longboard Tour 2. Wir starten hier an den Wupperwänden. Und das sind unsere Boards, dieselben wie letztes Jahr. Nur mit einem kleinen Upgrade hier, also. Genau, ich habe meins noch tiefer gelegt. Kleiner Vorschlag, heute wollen wir nach Recken fahren, das sind irgendwie 70 bis 80 Kilometer. Und gibt es noch mehr zu sagen? Ja, wir fahren jetzt los, würde ich sagen. Ich bin hyped. Hype is real! Jojo war! So, Leute! Kennt ihr das? Wenn ihr morgens früh total gut gelaunt seid und dann irgendwelche random Leute grüßt und die dann so total schockiert zurückgucken. Wir grüßen die ganze Zeit Leute, das ist immer witzig. Mit einem wunderschönen guten Morgen und die gucken dann immer so, seid ihr behindert? Es ist 8 Uhr. Weißt du, als ob das keine Leute sind. Ersten 5 Kilometer und es geht noch super. Also, wir sind jetzt endlich Bochum-Mitte angekommen. Bochum-Stiepel oder Stiegel war Hölle, nur bergauf. Wir sind fast nur gegangen die ganze Zeit. Boah, war jetzt ein bisschen anstrengender. Haben wir nicht mit gerechnet, dass das jetzt so anstrengend wird. Jo. Da dann Julian natürlich seine Regenjacke vergessen hat, haben wir jetzt eine gekauft. Hier in Bochum natürlich. Super Laden. Kann ich nur empfehlen. Mega freundlich, das Personal. Unglaublich, dass sie mir. Sie haben sogar Prozente noch gegeben, weil wir so spontan auf Tour sind. Voll geil. So, meine Lieben, wir sind jetzt gerade in Recklinghausen und wir haben uns planungstechnisch das jetzt so gedacht, dass wir nach Halternsee am See fahren und dann mal gucken, wie weit wir noch schaffen. Wir haben jetzt so ungefähr 50 Kilometer runter. Es macht sich bemerkbar, aber es geht weiter. Tag 1! Oh. Ich will nicht mehr! Wollte Rehenschmerz. Ah!
Wir haben jetzt endlich die Jungteberge am Haltern und See erreicht. Und damit ist auch Schluss für heute. Vielleicht sie kommen nachher noch ein paar kleine Einblicke. Mit was vom Zimmer und so. Aber erstmal angekommen. Cool. Standardlicher Jugendherberge, würde ich mal behaupten. Erster Tag ist vorbei und wir sind ziemlich fertig. Mhm. Mir tut der Stirnhaken tierisch weh. Der Stirnhaken ist schon Stirnhaken, das ist echt unglaublich. Genau. Wir sind jetzt in Haltern am See. Mhm. Das waren jetzt 70 Kilometer, sind jetzt in der Jugendherberge. Ja. Genau. Morgen geht's weiter? Wohin geht's morgen? Morgen nach Nordhorn. Geil. Wir starten vermutlich. Genau, die Strecke wird noch länger. Mal gucken, ob wir es auch bis dahin schaffen. Oder ob wir vorher irgendwo anders. Das werdet ihr dann aber morgen sehen. Einen wunderschönen guten Abend. Tschüss.